Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKC Management. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mich immer wieder beschäftigt, immer wieder bei mir in den Mittelpunkt rückt. Meistens ist das so, weil ich E-Mails erhalte von Menschen, die sich irgendwann an mich wenden, sei dies teilweise von Kunden, oftmals nicht von Kunden, Leuten, die erst viel zu spät sich öffnen mir gegenüber und erzählen möchten, wenn es bei ihrem Handel einfach nicht läuft, wenn sie nicht die Ergebnisse haben, die sie sich vorstellen, das ist jetzt aber noch sehr milde ausgedrückt, sondern wenn Dinge total aus dem Ruder laufen, negativ verlaufen am Finanzmarkt, sprich wenn Menschen massive Verluste hinnehmen. Und das ist ein Thema, das macht mich auf der einen Seite teilweise macht es mich sprachlos, teilweise macht es mich wütend, weil ich mir denke, warum melden sich diese Leute nicht einfach früher bei mir? Ich meine, die meisten, die schon mal angerufen haben oder eine E-Mail geschrieben haben, merken das. Ich versuche mir immer Zeit zu nehmen, wenn Leute Probleme haben, generell, aber gerade am Finanzmarkt, wenn sie da nicht weiterkommen, wenn sie Fehler begehen, wenn sie Fehler wiederholt begehen. Und deswegen, das ist schon ein belastender Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich empfinde das teilweise oftmals als absolut, es ist so sinnlos einfach, wie teilweise Gelder vernichtet werden in kurzer Zeit, weil Menschen einfach komplett jede Erfahrung fehlt und sie trotzdem meinen, sie müssen am Finanzmarkt rumtraden mit wenig bis teilweise null Vorkenntnissen und einem total naiven Mindset, einer naiven Herangehensweise an den Finanzmarkt, oftmals mit der Hoffnung, in kurzer Zeit sehr schnell viel Geld zu verdienen. So, und das ist ein Punkt, den ich heute mal ansprechen möchte. Und ich bin sicher, dass die Leute, die sich dadurch angesprochen fühlen, die wissen jetzt ganz genau Bescheid, ja. Und die Leute, die das nicht tun, die sagen, nee, bei mir läuft das anders, was ich jetzt gleich sagen werde. Für sie ist alles in Ordnung. Ja? Das ist keine Generalabrechnung oder sowas. Keine Aussage, das ist immer so, wenn ich jetzt gleich was sage. Aber einfach nur, sie wissen ganz genau, wer damit gemeint ist, wenn sie das jetzt hören. Ja? Und mir geht es um einen Punkt, wo ich immer wieder sage, das ist sowas von unnötig, wo so große Verluste produziert werden, und das ist beim Hebeltrading. Ja. Erstens mal ist es grundsätzlich, wenn Leute, gerade Anfänger am Markt, in immer engere Zeitebenen gehen. Ja. Also sie gehen von den Zeitebenen, obwohl sie langfristig denken sollte. Selbst ich, der ein Team an Analysten um mich herum hat, denke sehr langfristig in meinen Anlagen, weil es einfach sein kann, dass gerade in beispielsweise in unserer heutigen Zeit so viele Meldungen reinkommen können, die einen Markt eine gewisse Zeit lang, 2, 3 Tage, 2, 3 Wochen, vielleicht auch mal 2 Monate irrational bewegen können. Und wenn Sie auf einer kurzfristigen Zeitebene handeln, dann sind Sie diesen Medienerscheinungen, diesen irrationalen Bewegungen einfach ausgeliefert. Jeden Tag kann theoretisch was passieren, was Ihnen links und rechts eine reinklatscht, und das halt in finanzieller Form. Und ein Punkt, wie diese Fehler, die viel Geld kosten, wie die noch potenziert werden, ist, wenn Leute Hebeltrading machen. Ja, wenn sie quasi Zertifikate, Hebel 10, Hebel 20. Ich habe erst wieder eine Mail bekommen. Herr Hopf, ich weiß, Sie haben es 10-mal gesagt, dass man es nicht machen soll. Aber ich bin damals bei Siemens Energy. Ja, wir haben ein Video rausgebracht und waren sehr, sehr bullish bei Siemens Energy. Aber ich sage immer, ich tue das nur mit reinen Aktienumsätzen. Und was hat die Person gemacht? Hebel 20. Und hat gesagt, da habe ich meinen letzten Groschen reingelegt. Und das ist wirklich, da dreht es mir den Magen um, wenn ich sowas höre. Weil es ist gerade das Gehebelte, wenn Sie mit Hebel 20 und sei es nur Hebel 10, das ist bereits ein sehr, sehr hoher Hebel, den ich absolut nicht raten würde, 99,9% der Leute. Jetzt wie gesagt, wenn Sie zuschauen und sagen, ich handle mit Hebeln, ich mache das seit Jahren erfolgreich, ich habe einen positiven Track Record, fühlen Sie sich jetzt nicht angesprochen. Ja? Aber die 9,9 von 10 anderen, bei denen das nicht so ist, hören Sie zu und denken Sie drüber nach, wenn ich Ihnen als, ja, Profi, das hört sich immer so gut, aber als erfahrener Anleger,
Ihnen das sage, bitte seien Sie vorsichtig, der naive Umgang heutzutage und fahrlässige Umgang mit hohen Hebeln, sei es im Kryptobereich, wo immer wieder Leute massiv aus dem Markt rausgeschleudert werden, die teilweise mit Hebel 25, 30, 50 handeln. Das ist verrückt. Schauen Sie mal als Beispiel, vorher bin ich gerade etwas abgedriftet. Hebel 10. Ja, Sie handeln, egal welches Instrument, mit einem Hebel 10. Der Markt muss nur 10% gegen Sie laufen, dann ist Ihr gesamtes Geld weg. Eine 10%ige Bewegung haben wir heutzutage an immer volatileren Finanzmärkten, die wir nun mal haben. Ja. Schauen Sie sich das politische Spektrum an, schauen Sie sich an, wie nervös die Notenbanken reagieren. Wir haben zwar nach wie vor einen Aufwärtstrend, der ist auch klar, aber mit immer stärkeren, volatileren Ausschlägen, also mit immer höherer Schwankungsbreite. Das heißt also prozentual kann es auch bei einer Blue-Chip-Aktie mal 10% an einem Tag raufgehen oder auch mal 10% am Tag runtergehen. So, wenn ich das weiß, und das sollte man wissen, wenn man sich grundsätzlich mit Investments einlässt, man sollte den Bereich, in den man investiert, kennen. Wenn ich das weiß, dann kann ich doch nicht so eine Harakiri-Aktion machen und sagen, jetzt gehe ich mal hier einfach hebe 10 rein, viel zu viel Geld, und dann hoffe ich einfach, ich hoffe, Prinzip Hoffnung, dass er am Finanzmarkt absolut nichts verloren hat. Hoffe ich einfach, dass alles gut wird. Und das ist wirklich, wenn Sie sich selber viele, viele Schmerzen ersparen wollen, lassen Sie die Scheiße weg. Ich kann es nicht anders sagen. Was ich in letzter Zeit wieder für E-Mails bekommen habe von Leuten, eine andere Person, über 180.000 Euro verbraten mit Fehlspekulationen, irgendwelche Small Cap Werte, also in kleinen Aktien, wo man immer gedacht hat, jetzt kommt der Hype, jetzt kommt der Hype. Dann versucht man, das ist wie der Casinospieler, der sagt, ich bin 5.000 zurück beim Roulette, aber sobald ich 0-0 bin, laufe ich raus. Wer hat das jemals geschafft? Und das ist da oftmals genau das Gleiche. Man kommt da in eine Spirale rein, man weiß eigentlich, dass man das nicht kann, weil der Track Record, also die eigenen Ergebnisse beim Handeln, eigentlich einem sagen, dass es nicht funktioniert, und die Leute machen trotzdem weiter. Und das ist für mich wirklich unverständlich. Oftmals melden sich dann Leute, oh, jetzt hätte ich sie schon früher kennengelernt, was ich alles für Scheiße gebaut habe. Ja, wie glauben Sie denn, dass Sie vorgehen können ohne eine Analyse, also ohne einen Plan von dem? Ob das jetzt eine Analyse von uns ist oder von irgendjemand anderem, spielt überhaupt gar keine Rolle. Sondern überhaupt nur ohne einen Plan in den Bereich Trading reinzugehen. Und Sie sind eigentlich Bäcker oder Sie sind Steuerberater oder sonst irgendwas. Aber Sie haben mit Trading nichts am Hut, Sie haben da keine Ausbildung genossen, und dann kommen da jetzt Leute rein und fangen dann an, mit Derivaten zu handeln oftmals, also mit gehebelten Produkten, und gehen dann gleich auch von den Hebeln hoch. Ist ja in Ordnung, wenn Sie mal mit Hebel 2 oder Hebel 3 handeln. Auch da mit klar gesetztem Stop, klar gesetztem Money Management. Wissen, wie viel ich verliere, und das auch verkraften können. Einen Plan haben, eine Analyse haben, auf der das Ganze basiert. Ja. Also zu wissen, warum mache ich das jetzt, und das dann möglichst mechanisch ablaufen lassen, nicht nach Bauchgefühl. Nicht heute fühlt sich das gut an oder die Aktie, ich habe so ein gutes Bauchgefühl. Dem Finanzmarkt ist Ihr Bauchgefühl völlig scheißegal. Es ist irrelevant. Es spielt keine Rolle. Und trotzdem höre ich immer noch von Leuten, die sagen, ich hatte so ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Und genau diese Punkte, zu hohe Hebel, die gleich von Anfang an gemacht werden, nicht wirklich verstehen, was man tut, irgendwelche Instrumente handeln und dann alles auf eine Karte setzen. Ja, jetzt, oh, das muss jetzt funktionieren. Oh, da haben Sie so positiv davon gesprochen, da habe ich gedacht, ich muss da jetzt mein Kapital reinsetzen. In den Kryptomärkten, irgendein Altcoin, der hat mir davon erzählt, das Ding ist ein 100x. Da habe ich meine ganze Hoffnung reingesetzt. Das ist kein Plan, und so können Sie nicht langfristig erfolgreich sein. Das Gegenteil ist der Fall. Sie werden sehr wahrscheinlich weiter massive Verluste hinnehmen, und das möchte ich bitte jedem nur ersparen. Das macht mich traurig auf der einen Seite, das ärgert mich auch auf der anderen Seite, weil ich mir denke, das ist so vermeidbar und so unnötig, was manche Leute machen, dass sie sich einfach in kürzester Zeit ihr hart erarbeitetes Geld am Finanzmarkt verschwenden.
verschleudern, dass es die Bundesregierung nicht besser machen könnte. Einfach nur verschleudern. Und ich finde, das ist wirklich, sowas ist wirklich vermeidbar, wenn Sie sich an ein paar einfache Regeln halten, eine gesunde Selbsteinschätzung haben. Wenn Sie kein Trader sind, wenn Sie vom Finanzmarkt noch wenig bis keine Ahnung haben, dann rechnen Sie sich bitte mal die Chancen aus. Das ist ein Haifischbecken, in dem das Geld des einen in die Tasche des anderen reinwandert. Und wenn Sie selber kein Haifisch sind, dann gehen Sie davon aus, dass es Ihr Geld ist, was in die Tasche anderer Leute wandert. Das werden Ihnen wahrscheinlich nicht viele Analysten sagen. Die meisten sagen, ja, traden Sie, kommen Sie hier, machen Sie meinen Kurs, kaufen Sie meinen Börsenbrief, Trading, was weiß ich, Optionshandel oder sonst irgendeinen Quatsch. Ich sehe das anders und ich sehe das auch irgendwie als meine Verantwortung. Ich muss nicht versuchen, noch für den letzten Nap irgendwie einen in den Markt reinzulocken. Und ich habe da auch nichts davon. Ich habe nichts davon, wenn Leute sich völlig überhebeln und dann aus dem Markt raus katapultieren. Und das möchte ich auch gar nicht. Und mir ist es wichtig, auch einfach Leute zu bewahren davor. Man kann langfristig mit einem soliden, aufgebauten Plan, auf Sicherheit bedacht, auf Langfristigkeit bedacht, wirklich gutes Geld verdienen. Aber da muss man sich solide aufstellen, da muss man auch im Kopf klar sein, wissen, was man tut, einen Plan haben, eine Analyse, der man folgt und einfach nicht direkt nach den Sternen greifen und dieses wir wollen reich werden, Lambo und diese ganze andere Quatsch. Weil in allermeisten Fällen ist es nachher nicht der Lambo, der dann kommt, sondern Sie können sich dann nicht mal mehr ein Bobbycar leisten. Ja? Und ich möchte Ihnen das einfach ersparen. So, das war jetzt mal eine ehrliche, auch emotionale Ansprache an Sie. Ich hoffe, es trifft ein paar Leute, die vielleicht gerade mit den Gedanken spielen oder schon in so einer Spirale drin sind. Lassen Sie es bleiben, melden Sie sich lieber, bauen Sie sich eine gute Struktur auf, dass Sie in Zukunft auch einfach noch die Energie haben und auch die Muße dazu, erfolgreichen Handel zu betreiben. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Sonntag. Machen Sie es gut. Danke.